Pokémon Celebrations, heute mit der Pikachu Box. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video Pikachu V Union, Freunde. Wir haben hier so gesehen eine richtig große Pikachu Card. Das ist die hier. Und wir können eine zusammenstellen aus 4 einzelnen Karten. Zudem haben wir natürlich auch die Celebrations Booster. Ich bin sehr darauf gespannt. Wir werden hier weiteren Versuch haben, im Prinzip meinem Boy Glurak zu ziehen. Ey, Freunde, lasst mich wissen, ob ihr dabei was ziehen konntet, falls ihr Sachen geöffnet habt. Hoffe ich, dass ihr was Gutes gezogen habt. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die ganze Box hier an. Das Ganze sieht erstmal folgendermaßen aus. So ist das Ganze bestückt. Zum einen haben wir, wie gesagt, diese große Pikachu-Karte. Ja, ich bin nicht so ein Fan von so V-Union-Karten, bin ich ehrlich zu euch. Aber diese Karte an sich finde ich sehr cool vom Artwork her. Das sind nämlich die ganzen Pikachu-Designs, Pikachu-Arts von den verschiedenen Künstlern. Also dahinter steckt echt sehr viel Liebe hinter dieser Karte. Diese lässt sich auch, wie gesagt, aus diesen 4 einzelnen Karten zusammenbilden. Das ist so ein neues Ding, diese V-Union-Karten, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als es damals die dasselbe gab mit 2 Karten, das fand ich sehr interessant. Mit Lugia Ho und sein Fort, falls ihr euch daran erinnert. Das Ganze sieht dann zum Beispiel zusammengelegt so aus. Ich finde das mit 4 Karten ein bisschen too much. Lass mich wissen, wie ihr das Ganze empfindet. Dazu gab es noch diese folgende Trainerkarte. Professor Burnett, durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Karten und lege sie auf deinen Ablagestapel. Mische anschließend dein Deck. Alles klar. Und diese Codekarte an der Stelle ist noch für euch. Ja, also ich bin nicht so der größte Fan von diesen V-Union-Karten, aber ey, das Große zumindest, oder dadurch, dass man daraus diese große Pikachu-Karte erstellen kann mit den verschiedenen Designs. Ich finde die Karte von Pikachu cool, ich sag's mal so. Okay, was wir haben, ist eine Celebration Booster Box. Oh mein Gott, wie wenig. Spaß, wirkt euch, wir haben jetzt zumindest noch 3 weitere. Also insgesamt 4 Celebration Booster. Und an der Stelle einmal Schaurige Herrschaft. Okay, nice. Und Farbenschock. Also, Freunde, ich hoffe, ihr wünscht eurem Boy Glück. Wir fangen mal mit einer Celebration, mit einem Celebration Booster an. Glurak in Isma. Nach und nach kommen meine Produkte, das freut mich, deswegen kommen nach und nach auch Videos. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Falls ja, gerne einen Daumen nach oben lassen, Freunde. Und falls ihr mehr sehen wollt oder den Kanal unterstützen mögt, auch gerne ein Abo da lassen. Wir können das Ganze jetzt mal so machen. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Booster geöffnet. Ich habe hier natürlich immer noch Schwierigkeiten, die zu öffnen. Wer zur Hölle öffnet so Booster? Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Was ist das? Einfach von oben. Keiner weiß. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir wissen ja im Prinzip, dass die dritte Karte eine Classic-Karte sein kann. Deswegen tue ich die mal nach hinten. So ein quasi Kartentrick für Celebrations. Okay. Außerhalb davon mich noch drauf schauen, ob ich das normale Set irgendwie finishen kann. Ich habe ja meinen Ordner von dem letzten Opening da bekommen. Das ist jetzt im Prinzip die vierte. Oh Gott, wieso sind die so klebrig, Mann? Aber Samazenta V, okay, ich glaube, den hatte ich nicht. Wieso sind die Karten so klebrig? Ich verstehe das nicht. Die sliden gar nicht gut. Aber Samazenta V, den Boy nehmen wir an, ist aus dem Main Set im Prinzip. Ich würde sagen, noch eine Celebrations definitiv, bin ich dabei. Ja, das geht leider schnell, ihr merkt das, ne? Das geht leider schnell so. Ich hoffe, ich bekomme noch meine Big-Produkte, wie zum Beispiel, also ich habe mir eine ETB vorbestellt, ich habe mir die Ultra Collection Box auch bestellt. Ja, ist halt die Frage, ob ich das Ding irgendwann bekomme oder nicht. So, öffnen wir das Ganze mal so. Ich hoffe es. Wäre doch geil, wenn wir das aufsehen. Oder wenn ich im Prinzip mehr Booster öffnen könnte, im Prinzip. Okay, jetzt passt mal auf. Ja, diese klebrigen, ey. Das für euch. So. Das könnte im Prinzip eine Classic-Karte sein. Und jetzt darf ich das nicht verhauen hier. Ja, diese Karten haben wir schon oft gesehen. Gefolgt von Ho-Oh. Okay. Oh, Forschung des Professors. Hier könnte eine Classic... Oh! Oh mein Gott! Reshiram. Die Schwarz-Weiß-Ära habe ich gefühlt. Schwarz-Weiß-Zeit, die Pokémon-Spiele, kann ich jeden an Herzen legen. Ich finde, die sind leider underrated, aber ich fand die Spiele sehr geil. Die Story, die Musik. Die Musik, die OSCs von dem Spiel waren richtig geil. Reshiram, okay, cool. Da habe ich auch, zu der Ära habe ich auch mit dem Pokémon TCG angefangen. Das erinnert mich einfach daran, dass ich den in meinem Deck hatte und mit ihm gespielt hatte. Aber, pass mal auf. Was mich halt an der Karte absurd stört ist, schaut euch mal an, dieses Glitzer-Effekt, das ist too much, man. Die Strukturen sind richtig geil, aber das Glitzer-Pattern, das ist too much, man. Ich sehe die eigentliche Karte gar nicht. Aber gut, ich meine, wir haben eine Classy Rare gezogen. Lasst mich wissen, wie ihr den Boy Reshiram findet. Dann lasst uns hier an der Stelle mal einen Farbenschock-Booster reinschmeißen. Könnt noch potenziell was Nettes ziehen, definitiv. Bin mal drauf gespannt. Das hier ist für euch.
Und dann machen wir das Ganze mal folgendermaßen. Entweder sind die, ja, ich wollte sagen, entweder sind die Karten so klebrig oder meine Hände sind einfach komplett lost und broken, ey, vom ganzen Summon in Dokkan und Legends. Petra fuckt, okay, hier könnte was sein. Holo Zygarde, okay. Zygarde, also vor allem die Form hat mich immer so an Digimon erinnert. Der Boy. Shivrum feiere ich. Ohne haben wir noch Voltula. Celebration Time. ist immer gut, wenn ich aus. Oder. Wenn man mindestens eine Classy Rare aus so einem Produkt zieht, ist immer geil. Wenn du da rausgehst ohne einen, ist das ein bisschen traurig. Das tut weh, sag ich mal. Aber bevor meine Stimme versagt, gibt es eine Codekarte für euch. Das könnte eine Classy Rare sein. Oh, warte mal, ich mach was anderes. Das könnte eine Classy Rare sein, okay? Ich werde die Booster gleich vermischen. Das behalten wir mal dort, wie es ist. Wir schauen uns mal diese Karten hier an. Oh mein Gott, Forschung des Professors hatte ich gar nicht in Full Art. Richtig geil. Ich bin mal drauf gespannt, wie weit unsere Collection ist bezüglich dem 25er Set, also dem Main Set. Aber das ist eine sehr schöne Karte. Lege deine Handkarten auf den Ablagestapel und ziehe sie im Karten. Unser Boy Professor Eich. Ja, selbst die Karte hat Strukturen, wie ihr das seht. Gefällt mir schon, wie sie das gemacht haben. So viel zum Prof. Ihr wisst Bescheid, das könnte eine Classy Rare sein. Deswegen mache ich mal hier genau dasselbe mit dem. Und dann hätten wir vielleicht die Chance auf zwei Classy Rare. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal an der Stelle, ja, vielleicht als Trostpflaster, schaurige Herrschaft. Je nachdem, was wir ziehen. Wir machen aber, wie gesagt, dasselbe mal. Mit dem Booster, das ist für euch. Das wäre diese Karte im Prinzip. Gut. Ja, Zekrom kennen wir, Ho-Oh ebenso. Oh! Pikachu! Surfen ist Pikachu V-Max. Habe ich auch nicht. Richtig stark. Okay, gut. Das gefällt mir, dass wir dann diese Karten ziehen. Schaut euch den kleinen Boy mal an. Wie unser Boy. Was für eine crazy V-Max-Karte sie aus ihm gemacht haben, ey. Aber gut, dann tun wir den Boy mal hier verlieren. Tun ihn hier zur Seite für gutes Glück. Jetzt bin ich drauf gespannt, Freunde. Glaubt ihr, hier sind Classy Rare-Karten drin? Klassisch, also, ja, die klassischen Karten. Einer wäre geil. Ah, nein! Ah, schade, Mann. Dann ist schaurige Herrschaft hier an der Stelle echt unser Trostpflaster für das... Ah, oh, fürs Ende des Videos. Schade, Mann. Ich meine, ja gut, wir haben eine Rechtschirm gezogen, Classy Rare. Gefällt mir definitiv. Mindestens eins habe ich so gesagt, wäre auf jeden Fall nice. Ja, besser als keins, logischerweise, ne? Ey, aber schade, Mann. The Dreams nach Glurak geht einfach immer noch weiter, oder wie? Verdammt, ich hätte Glurak so gern, Mann. Das wisst ihr gar nicht. Haben wir hier irgendwas? Halt mal dein Maul. Wie Union Pikachu. Pikachu hat mich richtig auseinandergenommen, ey. Aber gut, zumindest geht unsere Collection hier weiter, Freunde. Schaut mal, wie weit wir jetzt im Prinzip sind. Wir haben an der Stelle, wie zeigst du am besten? Macht mal so. Ja, die Reihe haben wir komplett, so gesehen. Hintere Reihe, wie sieht's da aus? Na, ja, die ganzen Pikachu sind am Start. Aha, hier fehlt das Normale noch vom Surfen. Denn okay, wir haben Zekrom, Mew, Xerneas. Dann haben wir an der Stelle, hier fehlt uns ein bisschen was. Ja, ein paar Karten fehlen uns auf jeden Fall noch. Aber ey, wir sind noch gut vorangeschritten, würde ich sagen. Heutige Ausbeute war im Prinzip halt von der Classy Rare unser Boy Reshiram. Und dann würde ich sagen, am Ende packen wir noch einen Dragon Ball Super Booster mit rein. Supreme Rivalry, Freunde. Falls ihr euch interessiert für das Dragon Ball Super Card Game, dazu gibt es auch Openings. Ihr könnt sie gerne euch anschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich bekomme zeitnah die anderen Produkte, damit ich sie auch öffnen kann, definitiv. Ich wäre auf jeden Fall dabei, Mann. Ich hätte richtig Lust drauf. Ja, ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Damit ihr nichts verpasst, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren. Und dann... Oh no, was mache ich? Oh mein... Ja, er sliden... ja, die sind echt... keine Ahnung, die sliden einfach. Ich weiß nicht. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.